Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Nach dem Großbrand in Essen rät das Landesamt vorerst vom Verzehr von Obst und Gemüse ab, das Rußspuren hat. Besitzer sollen Messungen abwarten, während die Feuerwehr den Großbrand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Essen-Bergeborbeck bekämpft hat, hat das Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, LANUV, Luftmessung durchgeführt. Dies teilte die Stadt Essen am Donnerstag mit, demnach haben die Messungen keine gefährlichen Belastungen ergeben. Routinemäßig hat das Landesamt aber noch Mischproben in der Umgebung entnommen, die derzeit untersucht werden. Laut LANUV sollte man Obst und Gemüse aus dem Garten, das sichtbare Spuren hat, zunächst nicht verzehren, sondern warten, bis die Untersuchungsergebnisse. Diese vorsorgliche Empfehlung gilt für die Stadtteile Bergeborbeck, Bocholt, Borbeck-Mitte, Gerschede, Delbig, Vogelheim und Randbereiche von Altnessen Süd, Altnessen Nord, Kanab und Bedingrade, teilte die Stadt Essen mit. Sollten Gartenbesitzer auf ihrer Rasenfläche größere Mengen von Rußpartikel haben, die von dem Brand stammen, empfiehlt die Stadt, den Rasen zu mähen und den Grünschnitt im Restmüll zu entsorgen. Der Großbrand war am Dienstag auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Essen-Bergeborbeck ausgebrochen. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.